Es gibt Schätzungen, dass in Deutschland zwischen 3 und 5 Millionen Männer unter erektiler Dysfunktion leiden. Während diese bei jüngeren Männern überwiegend psychische Ursachen hat, stecken im höheren Alter vor allem körperliche Ursachen hinter Störungen der Erektion. Viele der Betroffenen sind verzweifelt und suchen nach Lösungen für ihr Problem. Wenn man im Internet den Suchbegriff Erektionsstörung oder Potenzprobleme eingibt, findet man immer häufiger Informationen über die Aminosäure L-Arginin. L-Arginin wird häufig zur Behandlung von Erkrankungen wie Angina, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, sexueller Dysfunktion und Unfruchtbarkeit eingesetzt. L-Arginin kann helfen, die Blutgefäße zu erweitern. Das Blut kann schneller und ohne große Behinderungen durch die Adern fließen. Aufgrund dieser Eigenschaften sehen Sexualmediziner in dem Stoff großes Potenzial. Bei L-Arginin handelt es sich um eine semi-essentielle Aminosäure, die nur bedingt vom Körper selber hergestellt werden kann. Obwohl sie in den meisten Lebensphasen nicht direkt zum Überleben gebraucht wird, kann sie besonders der Durchblutung zusätzlich auf die Sprünge helfen. Denn im Gegensatz zu anderen Aminosäuren kann L-Arginin im Körper zur Bildung von Stickstoffmonoxid führen. Dadurch wiederum werden die Blutgefäße erweitert. Das Blut kann schneller und ohne große Behinderungen durch die Adern fließen. L-Arginin kann ein wertvoller Nährstoff für die sexuelle Gesundheit von Männern sein. Genauso funktioniert übrigens Viagra auch anderen Ortes, ne? Also hier das mit der Erweiterung. So, und diese kleine blaue Tablette, Viagra, ne, die macht ja nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass viel Stickoxid die Blutgefäße erweitert. Und dieser Erfolg der kleinen blauen Tablette, der ist ja unbestritten sensationell. Aber Viagra weitet die Blutgefäße nur lokal und L-Arginin hingegen, und jetzt kommen wir zu dem, was wichtig ist, L-Arginin hingegen wirkt im ganzen Körper und das auf völlig natürliche Art und Weise und nicht nur kurzfristig für eine Stunde, sondern, wenn Sie wollen und können, ständig. 1998, da sorgte die Aminosäure L-Arginin erstmals als Wundermolekül für Schlagzeilen, denn die Wissenschaftler Robert F. Furchtgott, Luis G. Ignaro und Ferit Murat, die erhielten für die Erforschung des Zusammenhangs von Stickoxid und einem gesunden Herz-Kreislauf-System den Nobelpreis für Medizin. Ja, ist so. Und die natürliche Quelle für Stickoxid im Körper aber ist nichts anderes als die Aminosäure L-Arginin. Und aus dieser Aminosäure und Sauerstoff bastelt sich der Körper NO. Das Problem? Die meisten Menschen haben zu wenig L-Arginin im Blut. Und daher empfiehlt unter anderem der Nobelpreisträger Professor Luis G. Ignaro, jedem regelmäßig L-Arginin zu konsumieren. Und das ist gut so, denn mittlerweile belegen über 3000 Studien die erstaunlichen und gesundheitlichen Wirkungen von L-Arginin. Seit 2005 kann man immer häufiger in medizinischen Fachzeitschriften über diese wundervolle Aminosäure lesen. Und wie schon gesagt, stellt es die Blutgefäße weit und macht die Blutgefäße elastisch.